Wir starten mit dem Cake-Topper. Dazu brauchst du ein paar Utensilien. Einmal die ausgedruckte Vorlage. Den Link bekommst du unter dem Video. Bitte verwende hier ein bisschen stärkeres Papier, dann hast du länger Freude an der ganzen Geschichte. Eine Auswahl deiner Lieblingsstifte. Solche dünnen Holzspießchen. Dann solche zuckersüßen Papierstrohhalme. Und natürlich normale Utensilien wie Kleber, Schere und Klebestreifen. Du startest jetzt einfach, indem du die Vögelchen ausschneidest. Ich schneide die mir immer erstmal ganz grob aus. Dann hast du es nämlich nicht so schwer. Und dann schneidest du die ganze Geschichte an der gestrichelten Linie aus. Du kannst jetzt starten, dein Vögelchen anzumalen und zu gestalten. Dazu nehme ich immer gerne die Color Enos. Und zwar ist das ein schöner Minenbleistift in Farbe, auch wegzuradieren, deswegen perfekt zum Vorzeichnen. Ich habe mich für Zickzacklinien entschieden. Die kannst du einfach so einzeichnen, wie du möchtest. Und auch, wie gesagt, korrigieren, weil du kannst sie ja wegradieren. So, dann kannst du auch gleich ans Ausmalen gehen. Ich verwende dafür jetzt die Friction Marker und zwar in Pastellfarben. Und ich starte mit dem Rosa und zeichne das Köpfchen. Und wenn du dich mal hier vermalst und über die Linien malst, ist das auch nicht schlimm, denn auch die Marker sind radierbar, was ganz, ganz toll ist. So, einmal in dem Rosa und dann wähle ich noch hier den mintfarbenen Stift. So, und dann ist das Vögelchen auch schon ausgemalt. Was ich noch ganz toll finde, ist, wenn man solche kleinen Schattenakzente setzt. Dazu nehme ich wieder die Color Eno, passend zu den Farben, wie ich es jetzt eben verwendet hatte. Einfach nur hier die Linien ein bisschen nachschraffierst. So bekommst du ein bisschen Tiefenwirkung rein. Und passend auch zu dem Mint. Um jetzt die Linie noch mal zu betonen und vielleicht auch das ganze Vögelchen noch mal zu umranden, habe ich hier meinen Lieblingsstift und zwar den Metallic Silber G2. Der ist super schön, der glitzert nämlich so ein bisschen. Also ich bin absoluter Fan von diesem Stift. Du siehst, der ist ganz fein und gibt einfach noch mal schöne Akzente. Wenn du jetzt noch das Auge ein bisschen betonen willst, was ich immer ganz schön finde, nimmst du dir einfach hier so ein Drawing Pen und malst einfach das Äuglein nochmal nach und dann ist es schon fertig. Als nächstes klebst du das Holzspießchen an deinen Vogel und zwar drehst du dazu den Vogel einfach um, weil das Stäbchen soll ja auf die Rückseite und legst es mittig, da wo die Füßchen enden, drauf. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder klebst du es mit einem flüssigen Kleber auf, was natürlich von der Trocknungszeit ein bisschen länger dauert, oder du verwendest einen Klebestreifen. Und zwar einfach ein kleines Stück und klebst es einfach mittig drauf. Ja, und schon ist es fest. Als nächstes bekommt noch dein Vögelchen eine schöne Verzierung, weil das Holzspießchen an sich ist ja nicht so hübsch. Deswegen hast du ja auch schon hier diese Papierstrohhalme, die wir jetzt ein bisschen einkürzen müssen, damit wir nachher noch ein bisschen Spitze haben von dem Holzstäbchen. Ich würde einfach ein bisschen abschneiden davon. Und dann wird es einfach hier drauf gesteckt. Du kannst es auch noch ein bisschen festkleben oder einfach jetzt so in deinen Kuchen oder in deinen Blumentopf stecken. Und schon ist deine schöne Deko fertig. Pilot.